Und dieser Wille sagt, wir lassen uns das nicht mehr länger gefallen. Menschliche Rasse, erhebt euch! Was tut ihr da auf euren Knien? All diese fadenscheinigen Gründe, für die man sich so erniedrigt. Oh Gott, und oh sowieso. Du bist alles, das existiert. Alle Vorstellungskraft, alles Potenzial, alles, das ist, das war und das jemals sein wird. Also was machst du auf deinen verdammten Knien? Das ist lächerlich. Komm schon. Steh auf. Seht dir die Dynamiken an. Schau dir die Zahlenverhältnisse an. Man kann uns nur so behandeln, wenn wir es zulassen, dass wir geteilt und beherrscht werden. Geteilt und beherrscht von narkotischen Religionen unter verschiedenen Namen. Geteilt und beherrscht von so lächerlichen Kategorien wie Rasse und Kultur. Zelebriere deine Rasse, zelebriere deine Kultur. Aber es ist nur eine Erfahrung. Letztendlich sind wir alle eins. Geteilt und beherrscht von den lächerlichen Liberalen, Demokraten, Labour, Conservative, Republikanern. So ein Schwachsinn. Masken auf dem gleichen Gesicht. Arm und Reich und all diese Schubladen. Und es gibt noch etwas, das uns teilt und beherrscht, das oft vergessen wird. Ich. Was mich wirklich von allem anderen teilt, ist, dass ich rücksichtslos nur das tue, was für mich vorteilhaft erscheint. Warum fangen wir nicht an, unser Verhalten danach auszurichten, was wirklich gerecht, richtig und fair ist, und zwar für alle Beteiligten und nicht nur für mich. Was tut ihr, ihr Wissenschaftler, die ihr jeden Tag effizientere Methoden entwickelt, um eure Mitmenschen zu vergiften und zu töten? Was tut ihr bloß? Ihr habt Kinder, ihr habt Enkelkinder. Ihr zerstört ihre Welt. Schaut in die Augen eurer Kinder und Enkel und sagt ihnen, dass ihr das rechtfertigen könnt. Warum tut ihr, was ihr tut? Wegen ich. Mein Job, mein Geld, meine Karriere. Wie wär's mal mit eurer Menschheit? Wie wär's mal mit eurem Sinn für Anstand? Dieser Typ heißt Donovan Hunter. Er macht sein Geld damit, dass er den Autoritäten einen neuartigen Schlagstock verkauft. Der gibt Millionen Volt Stromschüsse ab und lässt den Taser mit 55.000 Volt echt alt aussehen. Und obwohl auch er Kinder und Enkel hat, bringt er so etwas in die Welt, die sie von uns erben. Alle Leute, die ihr für Monsanto arbeitet und nicht zu den absoluten Insidern gehört, ihr Leute, die ihr bei diesen Behörden arbeitet, die Kleinbauern und Kleinunternehmen zerstören, und all ihr, die in den dunklen Anzügen für das System arbeitet, was tut ihr da? Ich. Das ist, was ihr tut. Und durch eure Besessenheit von euch selbst, durch eure Gier und durch eure Maßlosigkeit zerstört ihr alles, was anständig ist. Ihr Leute in den Medien, was tut ihr? Ihr berichtet nur das, was euch vom System vorgegeben wird und verkauft den Leuten eine verdrehte Version der Realität. Ihr tut das für ein System, das die Welt zerstören und eure Kinder und Enkelkinder versklaven will. Was tut ihr nur? Diese Frau, Amber Lyon, arbeitete für CNN und ihr wurde gesagt, dass sie über die Situation in Bahrain lügen soll, wo eine wirklich bösartige und tyrannische Regierung ihre eigene Bevölkerung auf groteske Art und Weise unterdrückt und foltert. Und der Westen sagt nichts dazu, weil es ihm gut in den Kram passt. Als ihr gesagt wurde, dass sie lügen soll, hat sie gekündigt und öffentlich über diesen Schwindel bei CNN ausgesagt. Das ist ein Journalist.
Hin und wieder sprechen mich Promis an und sagen mir, hey, du leistest echt gute Arbeit, wirklich großartig, was du tust. Okay, und was machst du so? Du drehst einen neuen Film, oder? Du nimmst ein neues Album auf. Du stehst vor Zehntausenden von Leuten, du bist im Fernsehen vor einem Millionenpublikum und wirst du dort über diese Themen reden? Nein! Warum? Ich. Wie würde es sich auf meine Karriere auswirken? Das gilt an alle Promis und Berühmtheiten. Kommt mir nicht zu nahe, wenn ihr nicht auch bereit seid, so zu handeln, wie ihr redet. Handelt entsprechend eurer schönen Worte oder verzieht euch. Anderes Thema. Im Internet ist auch viel los. Es werden viel gute Informationen in Foren geteilt und so. Aber mein Gott, auch eine Menge Schwachsinn. Ich meine, ich habe ja Verständnis für die, die keine Ahnung haben, was los ist, weil sie noch nie auf diese Informationen gestoßen sind und nicht in diesen Kreisen unterwegs sind. Ich verstehe das. Es wird natürlich auch immer schwieriger, das zu rechtfertigen, aber okay, jedenfalls gibt es solche Leute. Aber wenn Leute, nicht zuletzt dank der Arbeit von anderen, Zugang zu Informationen über die wirkliche Lage auf der Welt haben und auch über die Richtung, in die es geht, und wissen, was uns am Ende dieses Weges erwartet, wenn wir nichts unternehmen, wenn diese Leute nichts weiter tun, als sich gegenseitig im Internet zu beleidigen und die schlecht zu machen, die den Mut haben, wirklich aufzustehen, um etwas zu tun, das ist echt das Letzte. Und sehr viel übler als Leute, die wirklich von nichts eine Ahnung haben. Anstatt auf Foren mit Leuten zu streiten, die man überhaupt nicht kennt, und zu versuchen, sie zu beleidigen, schau in den Spiegel und frage dich selbst, was tue ich? Und dann mach dich locker und fange an, etwas Konstruktives zu tun. Und sei nicht einfach nur eine weitere Ausdrucksform des Problems. Oh, ich habe den Streit gewonnen. Er antwortet nicht. Was für ein Bullshit. Praktiziere, was du predigst, oder halt dein verdammtes Maul. Ihr Leute in den dunklen Anzügen, die ihr für die Regierung arbeitet, und ihr Leute in Uniformen, was tut ihr? Was soll das mit diesen Uniformen? Leute ziehen sich schicke Kostüme an. Schaut euch den hier von der Schweizer Garde im Vatikan an. Und solche Leute haben dann auch noch Waffen. Ich meine, erschossen zu werden ist schon schlimm genug. Aber von jemandem im Schlafanzug erschossen zu werden, ist wirklich ein Albtraum. Die Welt ist echt verrückt. Aber das war mir wohl auch schon klar, bevor ich hergekommen bin. Jedenfalls, all diese Leute haben auch Familien, Kinder und Enkelkinder. Und sie berauben sie ihrer Zukunft. Es ist so, wie die Leute bei Occupy zu den Polizisten sagen. Ihr gehört auch zu den 99%. Denn es gibt so wenige, die vollkommen bewusst die Menschheit manipulieren, dass sie gezwungen sind, Leute aus der Zielbevölkerung rekrutieren zu müssen, um ihre Agenda für die gesamte Zielbevölkerung durchzusetzen. Und diese Ersthelfer nach den Anschlägen vom 11. September, die jetzt an Krankheiten sterben, nachdem sie den Staub einatmeten, von dem man wusste, dass er die Menschen umbringen würde, diese Menschen bekommen jetzt nicht mal finanzielle Unterstützung für Medikamente gegen ihre Krankheiten. All diese Menschen, die Gliedmassen oder ihr Leben in diesen sinnlosen, räuberischen und tyrannischen Kriegen verlieren, wo zum Beispiel der Opiumanbau verteidigt und ausgeweitet wird. Hier sieht man die Opiumproduktion in Afghanistan. Erst unter CIA-Kontrolle, dann der enorme Einbruch unter der Herrschaft der Taliban, die aber natürlich auch üble Verbrecher sind, und dann hier wieder nach der Invasion. Ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Truppen verteidigen den Opiumanbau und sie selbst werden dabei verstümmelt und bringen Kinder um. Bertrand Russell sagte, viele Menschen werden den Mut haben, tapfer zu sterben, aber nicht den Mut zu sagen oder auch nur zu denken, dass der Grund, für den sie sterben sollen, unwürdig ist. Das ist eine Sache so mit dem physischen Mut und mit dem moralischen Mut. Menschen finden physischen Mut oft leichter, aber es wird Zeit, dass sie den Mut finden, Nein zu sagen.
It's about time they did. Ihr Leute in Uniform, wenn ihr Kinder umbringt, das hilft mir nicht, dass ihr nur Befehle ausführt. You're just following bloody orders. No, no. Woody Guthrie sagte, ich würde gerne alle Soldaten auf allen Seiten sehen. Nehmt einfach eure Helme ab, legt eure Ausrüstung ab und eure Gewehre. Setzt euch an den Rand einer schattigen Straße und sagt, nein, ich werde niemanden töten. Viele reiche Leute wollen kämpfen, gebt denen die Waffen. Kommt schon, ihr Leute in Uniform, legt eure Waffen nieder. Ihr kämpft für ein System, das geschaffen wurde, um eure Freiheit und die Freiheit eurer Familien zu zerstören. Legt eure Waffen nieder, um Himmels Willen. Wir wollen keinen Krieg. Die meisten von euch hier jedenfalls nicht. Aber wir kämpfen trotzdem in diesen Kriegen. Das hier sagte Henry Kissinger über die amerikanischen Truppen. Die sind dumme Tiere, die als Marionetten für außenpolitische Ziele eingesetzt werden. Das denken sie von euch. Unterstützt die Truppen. Ja klar, unterstützt die Truppen, während sie das System unterstützen. Und wenn sie das System in Frage stellen, steckt sie in eine Ehrenanstalt, weil sie ja verrückt sein müssen, wenn sie die Geschichte des 11. September einzweifeln. Ihr seid denen scheißegal. Ihr seid nur die Bauern in ihrem Spiel. Und wenn ihr verstümmelt seid und nicht mehr kämpfen könnt, holen sie sich neue. Sie bringen die Truppen in Situationen, wo sie radioaktiv verstrahlt werden oder Krankheiten wie das Golfkriegssyndrom bekommen. Und diese Leute hier, von denen viele so beflissen und unfreundlich sind, die TSA, die Flughafensicherheitsleute in den USA, die sterben wie die Fliegen aufgrund der Folgen der stetigen Bestrahlung durch diese Scanner, durch die sie die Leute am Flughafen jagen. Ihr seid denen auch scheißegal, weil sie wissen, dass jemand anders kommen wird, um euren Job zu übernehmen. Vor allem in der Rezession, wo die Leute verzweifelt sind und das Geld brauchen. Hier, offene Stellen, kommt zur Armee. Klar, ich schaffe immer mein eigenes Grab. Tolle Idee, oder? Hier ist ein großartiges Zitat vom kürzlich verstorbenen Senator George McGovern. Alte Männer erträumen Kriege, in denen junge Männer sterben. Komm schon, ihr jungen Männer. Hört auf, in diesen Kriegen zu sterben und andere umzubringen. Trefft eine Entscheidung, es liegt in euren Händen. Und was machen Sie mit den Leuten, die die Kriege überleben, wenn sie alt sind? Unterstützt die Truppen. Ja klar, sie kürzen ihre Unterstützung und lassen sie links liegen. Wenn sie nicht mehr kämpfen können, sind sie nutzlos für das System. Albert Einstein sagte, die Pioniere einer Welt ohne Kriege sind die jungen Menschen, die den Kriegsdienst verweigern. Und die alten Menschen, die sie dabei unterstützen. Ich bin so stolz, dass mein Sohn seinem Land dient. Ach wirklich? Du bist stolz darauf, dass er sein Land unterstützt, indem er sich selbst in Gefahr bringt und andere umbringt? Wirklich ein Grund, stolz zu sein. Putting himself in danger and killing bloody others. Oh God, that's something to be proud of, Dad. Sei bereit, die Einberufung kommt. Ich will dich in der US-Armee und so weiter. Bullshit. Wir machen nicht mit. Die Einberufung kommt? Drauf geschissen, ohne uns. Wo liegt ihre Macht? Sie liegt darin, dass wir ihre Forderungen einfach hinnehmen. Genug davon! Dies sind wundervolle Leute. Diese Israelis sind wundervolle Leute und sie gehen ins Gefängnis, weil sie die Unterdrückung der Palästinenser durch Israel nicht unterstützen. Wundervolle Leute. Oder hier, diese Irak-Veteranen, die wirklich wissen, wovon sie reden. Schaut es euch an. Was tut ihr? Es ist unglaublich. Erkenne dich selbst. Du bist kein Mann in Uniform, du bist grenzenloses Bewusstsein. Und Bewusstsein kämpft nicht, denn es weiß, dass das, was es bekämpft, nur eine andere Ausdrucksform von sich selbst ist. Der Verstand kämpft gegen den Verstand. Die Blase der fünf Sinne kämpft gegen eine andere Blase der fünf Sinne. Bewusstsein kämpft nicht, weil es darüber erhaben ist. Wie jemand mal brillant formulierte, der wahre Kampf ist nicht der Kampf gegen andere, sondern der Kampf gegen den eigenen Mangel an Bewusstsein.